So, darf ich mal wieder zurück begrüßen bei Forza Motor. Ich dauere den Spieltitel für Forza Motorsport 6. Ja, und wir sind natürlich in der Karriere stehen geblieben. Hier haben wir noch eine Nachrichtenzentrale und ich habe seit dem letzten Mal fahren noch nichts besonders hier großartig noch weiter probiert. So, aber ich habe gesagt, bevor wir jetzt hier die Kampagne weiterspielen, hätte ich gerne mal die freien Spielen angeschaut und hätte mir auch gerne mal mehr Spiele angeschaut. So, und somit beginnen wir auch erst einmal hier mit allen Autos und Strecken können Sie schnell spielen. Und einfach ein Rennen ganz nach Ihrem Geschmack starten. Für eine Extraportion Nervenkitzel können Sie auch mit einem Freund per Splitscreen spielen. Okay, das werde ich wahrscheinlich bei Zeit mal machen, also gut. Jetzt haben wir mal kurz reingeguckt, mehr Spieler, was sagen die da? Willkommen zu den Mehrspieler-Hopper, wo Sie mit Ihren Lieblingswagen gegen Ihre Freunde antreten können oder den Rest der Welt. Okay. Haben wir mal kurz reingehört und ja, wir werden hier auf jeden Fall nach einer Zeit einmal hier das ein oder andere anfangen, auch mal eine Liga oder eine Rivalenrennen oder Testfahrten. Gut, können wir auch mal anschauen, wenn es sein muss. So. Hier können wir natürlich Autos finden und etc. Hier können wir natürlich Tuning vornehmen. So, Tuning habe ich nichts weiter frei, ebenfalls nichts. Schnell Upgrades. Mit schnelles Upgrade können Sie eine Autoklasse wählen, für die dann ein Paket mit montierbaren Upgrades zur Verfügung gestellt wird. Okay. Also A, S, R. Was heißt hier wie B? Okay. Auto anpassen. Personalisieren Sie den Look Ihres Autos mit selbst ausgesuchten Rädern, Heckflügeln, Stoßstangen und anderen Karosserieteilen. Okay. Felgen können wir hier, habe ich gesehen, ändern. Die hier sieht noch nicht schlecht aus. Ne, können wir hier. Au, da kannst du auf ein Gewicht achten und dadurch die Traktion. Verbessern oder verschlechtern? Oh, das ist nicht gerade billig. Ich habe eigentlich gedacht, ja, wird billig, aber ich hätte gesagt, wir schauen mal einen Heckspoiler. So was. Oh, der nimmt natürlich an Geschwindigkeit ordentlich ab. Wollen wir natürlich nicht stoßen, aber können wir hier irgendwie. So leuchtet hier die Beschleunigung rot auf. Geht minimal zurück, ne? Hm. Können wir hier noch was Besseres aus. Also. Hm. Okay. Müssen wir mal so langsam reinfinden. Es ist. Anscheinend sieht es alles so einfach aus. Hier haben wir natürlich unsere Mods und so fort. Unser Motor. Forza Gallery. Forza TV. Marktplatz hier mit dem Porsche. Oh, Porsche. NASCAR können wir uns natürlich auch. Finde ich genial. Die werden wahrscheinlich später noch dazukommen und wir werden uns das natürlich alles mal anschauen. Und ich hätte natürlich auch gesagt, bevor wir jetzt hier diskutieren, der Preis haben wir keins. Machen wir weiter mit unserer Karriere. Mit unseren Elise 100S. Baujahr 2015. Lotus in England. Ein BK mit 599 Grad. So, ne? So. Rennen dieser Serie findet in statt. Eine Strecke, leistungsstarke Wagen einen Vorteil, die sich von den Steigungs beeindrucken lassen. Ja, wissen wir, super toll. Ja. Laden. Stream, wo über das Spiel ist ja schon mal richtig verbockt hier, dieses Rennen. Ich sag's ja nochmal, ich bin ja auf der Xbox eigentlich erst nicht so der Rennfahrtyp, aber mal schauen, vielleicht kriege ich es jetzt halbwegs hin. Ja, hier haben wir ja alles soweit fertig eingestellt, dann mal an mit dem Rennen. So, Startposition. Oh, schöner Klang. Dann gucken wir mal. Oh, Traktionskontrolle.
Natürlich haben wir die Fahrhilfe runtergenommen. Teils. Also wir fahren zu 50% selbst. Oh mein Gott. Müssen wir noch ein bisschen üben. Also gut. Wie sieht es jetzt da hier aus? Komme ich jetzt da mal so radikal durch? Entschuldigung, wenn ich ein bisschen in der Deckung hier. Naja, wir spulen auf jeden Fall zurück. Es bringt nichts, wenn wir da jetzt weiterfahren. Gehen wir noch einen Ticken zurück, weil da bin ich ja in die Wiese gefahren. Das wollen wir ja nicht. Dann fahren wir jetzt ein bisschen gleich weiter rechts und dann. Boah, schon wieder. Oh Gott. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, wie war das mit den ganzen. Ah, hier war das. Ah, Leute. Haut mich dann hinten rum. Ah, es reicht mir. Das ist doch schon wieder. Sag mal. Ich sehe hier nur mal so Marionetten. Das ist ja. Ja, nee, weiter zurück. Da habe ich jetzt an der ganzen Ecke echt mal anständig gefahren, ey. So. Dann schaue ich mal, dass ich jetzt hier nicht dein Auto fahre. Oh. Ah, gut, so kann man auch dran vorbeischummeln. Oh Gott. Also wirklich, das Fahrzeug ist echt sauschwer wieder von der Bande weg, wenn es mal an der Bande hängt oder aus der grünen Fläche links und rechts ist. Naja gut, da vorne kommt jetzt die Bremse schon auf eine Kurve. Und da bin ich im ersten Versuch der Bahn zu fahren, jedes Mal rausgebrettert. Na gut. Oh, jetzt haben wir schon den zweiten Platz vor uns. Na gut, dann kann ich schön die Gegend und vorbeifahren. So, das war es auch hier unten, so eine Kurve, hat mich gerne mal rausgeschossen. Boah, schon wieder gebremst, während ich mich in die Kurve gelegt habe, das ist mal überhaupt nicht gut. Da fängt sofort das Auto das Ausbrechen an, das ist extrem. Oh nee. Das ist, also, wenn man da die Reifen blockieren lässt, na, dann geht gar nichts mehr, das ist. Ich will das Ding noch zurückspulen. Ich glaube, hier vorne hat er quasi gebremst. Oh, und wieder in der Grünfläche. Zurückspulen, das hat alles ganz Sinn. Da eier ich jetzt wieder 3 Stunden rum, bis ich da auf der Fahrbahn bin. Es ist echt nur ein kleiner Ticken. Einmal verbremst oder zu viel Gas gegeben in der Kurve und schon bist du hier schön in der Grünfläche angekommen. So, jetzt sind wir diesmal vorbei. Jetzt haben wir schon Pischi da. Ah, feine Wiese. Oh, okay. Das sollte man vielleicht lassen. Dann fahren wir jetzt anständig einfach nicht vorbei. Oh, lass uns jetzt sogar vorbei. Wir liegen hier. Aber ich würde definitiv was an der Traktion der Reifen verändern, das ist ja teilweise immer schön. Ich mache gar nichts, aber das Ding ist rutscht einfach extremst um die Kurve rum. Naja gut. Das extremst ist das einfach, ich habe da nichts getan. Ja, jetzt brauche ich nicht weiterfahren, weil ich habe ja dann nicht einmal mehr Gelenk gehabt in dem Moment. Also vorher runterbremsen. So, und jetzt hat hier. Kurve eng ziehen und schon wieder zu viel Gas gegeben. Was ist denn da los? Ich glaube, so Rennspiele, so lasse ich lieber mal von mir meinen Streamingplan immer runden. Das liegt mir anscheinend nicht so ganz. Vor allem hier sind ja die ersten Rennen, die ich jetzt hier fahre und allein schon die Steuerung ist ja schon total anders, wie es von anderen Spielen gewohnt bin und es ist so extremst, wie schnell man da wirklich die Traktion verliert. Aber immerhin, das ist erst mein drittes Rennen, also da braucht ja auch so eine Zeit hier mal, um an die Steuerung sich zu gewöhnen. Und ich sag mal, wenn es die nächsten 2 Rennen nicht besser wird, dann
Wir was ändern. So, auf jeden Fall, wir bauen uns jetzt mal einen schönen Vorsprung jetzt raus. Bremsleistung ist echt extremst, was das angeht. Die bremst ja extremst runter und. Naja, mal schauen. Ah, wieder zu schnell. Nee, geht optimal. Oha, ja, da war jetzt nichts. Ich habe minimal gelenkt, hier sieht man's. Minimal gelenkt, das Fahrzeug ist einfach aus der Kurve geflogen. Ich will gar nicht mehr lenken. Ist auch wenn ich hier auf der Grünfläche bin, ich will nicht mehr lenken, das ist so extremst. Aber ich Idiot, geh auf dem Gas nicht runter, na, immer schön auf dem Gas drauf und gib ihn. So, bloß aufpassen, nee, dass er vorne wieder reinbretter. Dass er wieder früh genug bremsen. Boah, voll Bremsmanöver reingebaut, ey. Allem gebremst, was ich gehabt habe. Höhenfläche, nicht viel lenken und dann passt die Geschichte auch. Genau, sind wir doch eigentlich gut durchgekommen, bloß ich habe immer Angst, wenn das Auto das Driften anfängt, das kriegst du so schwer wieder aus dem Drift raus. Ein bisschen wegen Gas spielen, dann geht es sogar einigermaßen. Man sieht ja rechts, wie mein Gang, der rote Balken, ist quasi die Masse, wo ich angebe zum Bremsen. Das ist ja wirklich im Pillepatz, das ist. Ich drücke den linken Trigger gerade mal vielleicht einen Millimeter oder so rein. Und dann ist das Ding schon auf der Hälfte oben. Einmal verbremst und du fliegst. Da kennt das Spiel nichts, das ist so heftig. Naja, so langsam, aber sicher kommt man echt dahinter. Was die Steuerung angeht und wenn wir mit dem Gas spielen, das geht dann schon. Naja, auf jeden Fall haben wir schon 5 Sekunden gut gemacht, im Gegensatz zu unserer ersten Runde. Das heißt also, so schlecht sind wir jetzt gar nicht unterwegs. Oh, oh, oh. Oh, Vollbremsen geschossen. Jetzt müssen wir da schauen, ob wir hier wieder in Zeit rausholen. Also, dass die Grünfläche wieder gefahren. Das ist wieder meine total liebe Kurve. Ich fahre jetzt mal ein bisschen sozialer. Für das Fahrzeug, jawohl. Definitiv müssen andere Reifen drauf. Und oh, geht aus der Grünfläche raus. Oh, das ist. Wow. Oh. Ich habe eine gute Kurve gefahren, habe ich schon lange mal gelesen. Gute Kurve. Und wir beenden das erste Rennen als erstes. Ich fasse es ja nicht. Jawohl. Gucken sie hin und her und. Vorne Ding ins Ziel, so kürze ich's. So, Fahrstufe haben wir nichts mehr aufgebessert. Affinitätsstufe, ich kann das nicht aussprechen, ne? Also gut, damit haben wir auch schon Rennen 1 abgeschlossen. Damit bleiben noch 2 weitere übrig. Ihr nächstes Rennen findet bei Starkregen auf dem Sebring International Raceway statt. Die nasse Fahrbahn stellt Sie gleich vor mehrere Probleme. Die Reifen verlieren in Kurven schneller die Haftung. Bremswege werden länger und es bilden sich tiefe Pfützen, die zu Aquaplaning führen können. So, nachdem ich mein Headset jetzt noch dreimal rausgezogen gehabt habe, als es funktioniert hat, warum auch immer, funktioniert jetzt wieder. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich nichts Großartiges mehr ändern und direkt hier anfangen mit dem Rennen. Oh, Michelin ist anscheinend hier ein Sponsor. Also gut. Oh ja, mein Sohn hat einen total unterschiedlichen Fahrbahn. Ja, das heißt auch, der Bremsweg verlängert sich. Oh ja, ja, ja. Oh Gott, das ist ja eine Rutschpartie hoch 10.